Steh nicht einfach da, wenn du angegriffen wirst. Mach etwas, wie zum Beispiel mit Selbstverteidigung. Ja, zum Beispiel wäre das eine tolle Idee. Das werde ich gleich mal ausprobieren, Jim. Danke, Jim. Ob der nicht einen Krampf kriegt mit der Zeit? Ja. Gut. Wo sind wir denn hier? Ah, Schlüssel nochmal nehmen. Let's go, Sonny. Genau. Hey, Freundchen. Jim ist noch. Sonny ist nochmal witzig. Und jetzt sind wir besonders witzig mit unserem Torhüterarm. Schmeiß. Okay. Und jetzt. Erschieß ihn! Bam! Ziel! Und wieder wunderbarer Kopfschuss. Das war doch die Lösung, oder Jim? Nein, verdammt! Okay. Immer noch brutale Polizei, auch wenn er uns angreift. Gut. Gleich haben wir's. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Wenn du hier alles anklickst und alles durchspielst, ist es bald mal ein Playthrough. Nein, wie heißt denn das nochmal, wenn man möglichst umfangreich spielt? Ja, egal. So, nochmal ins Wasser damit. Ich werde dich dafür töten. Und jetzt? Ach, so ein bisschen. Ah, doch, funktioniert trotzdem. Also, Knüppel bereit machen. Man kommt, wir knüppeln nieder. Du bringst es fertig, den geistesgestörten Mann mit dem Schlagstock zu bewältigen und siehst auch, ob er Verletzungen hat. Es scheint, dass er, ja, nicht verletzt ist. Gut, dann werden wir ihn mal knaffen, kaufen. Du legst dem Verrückten die Handschellen an, solange... Meine Güte, wer soll das lesen können? Ah, wenn ich es nicht vorlesen würde, könnte ich es nicht lesen. Nein. Das nennt man wohl unbalanced. Durchsuchen müsste ich ihn doch noch und Rechte vorlesen und so Quatsch, oder nicht? Was ist jetzt die hysterische Frau? Müsste mir jetzt einen Dankeskuss geben. Na ja. Gut, dann werden wir ihn doch mal durchsuchen. Einen nassen und fast splitternacken Mann wie diesen zu durchsuchen ist ganz speziell unangenehm. Tja, außer man heißt Sonny Bonds und macht irgendwie Sprüche über Seifen und so weiter. Trotzdem bist du froh, dass du es getan hast, als du ein verstecktes Messer in seiner Unterhose entdeckst. War das wirklich ein Messer, Sonny, oder hast du ihn gerade, ja, kastriert? Rechte vorlesen? Er wurde bereits nach Waffen durchsucht. Okay. Ah, dass es dieser Kerl sagt, ist absoluter Blödsinn. Rechte vorlesen ist wohl nicht gut. Oh, wie diese Welt noch enden. In Police Quest 5, 4. Gute Arbeit, Officer. Wir können immer auf unsere Jungs im Blau zählen. Kitsch. Pass auf, Junge. Er sieht ziemlich verwirrt aus. Sei vorsichtig mit ihm. Nämlich noch einmal, Junge, und... Bam! Ne, doch nicht. Okay. Stellen Sie sich vor, ein solches Verhalten in unseren öffentlichen Parks. Ja, willkommen in der Realität. Und das in einem Computerspiel. Unglaublich. Als nächstes sehen wir noch Nippel. Das ist ja unglaublich. Ja. Also, wir öffnen unserem Clown hier die Tür. Da versichere ich dich, dass sich der geistesgestörte Mann festgestellt und angegurtet auf dem Beifahrersitz eines Patrouillenfahrzeugs befindet. Genau, denn wie wir wissen, produziere ich ja öfters Unfälle, da ist das wichtig. Nachdem du mit der Tagträumerei fertig bist, bemerkst du, dass du ihn zur Wache bringen musst. Woher weiß dieses Spiel, dass ich tagträume? Okay, das ist ein bisschen unheimlich. Die hysterische Frau scheint leider verschwunden zu sein, wahrscheinlich schon zu Hause bei Sonny und wartet auf... Verwirrt, sagt der Gefangene, ich habe nichts getan, ich war es nicht, oh nein, schauen Sie mich nicht an. Außer sich, sagt der Gefangene, kalt, das ist verät, Ausrufezeichen, Grid? Entkalt, Ausrufezeichen, wer hat das Feuer ausgehen lassen, verdammt nochmal. Tja, betouchen kann man nicht viel in dem Spiel, ne? So, wird Zeit für einen neuen Save und ich schaue kurz eben, ob ich keine Punkte liegen lassen habe. Was haben wir denn? 46, passt das? Ja, das passt gut. Dann
Okay. Und jetzt muss ich wieder die Karte angucken. Jetzt muss ich ja zur Polizei zurück, ne? Und U-Turn. Oh nee, nicht der Bug. U-Turn ist er, glaube ich, nicht in diesem Spiel. Also, lass mal ein bisschen. Ah, ich fahre schon in die richtige Richtung. Cool. Ich muss hoch an der 6. Genau. Gut, zur Sicherheit schalte ich mal die Sirene an. Dann ist das egal, wenn wir Stoppschilder fahren oder was auch immer der Effekt ist. Die 6. Ich habe ja schon gesagt, der Mittelstreifen wird ja, dass weil er innen so langsam ist und dann die Abzweigungen so schnell vorbeirasen irgendwie. Ich glaube, das war schon damals auf DOS, also als ich es im Original DOS gespielt habe, so, aber vielleicht liegt es auch an der Box, ich weiß nicht genau. So, und jetzt irgendwo hier müsste dann die Polizeistation kommen, ich glaube links, ja, links müsste das sein. Vorbeirasen, wenn es gibt. Lil. Ne, Rose. Rose müsste das sein, die nächste dann. Ja, ich glaube, heute würde man dieses Autofahren als Time Sync bezeichnen, Neudeutsch, oder wie auch immer man das dann nennen will. Besonders spannend ist es nicht. Aber leider nötig. Wie gesagt, wer Police Quest 1 EGA Graphic, also die Urversion, kennt, dem das wahrscheinlich als Pappenstiel vorkommt. Das ist eigentlich auch 14:51, nur 6 Minuten gebraucht, um von Aspen hier hinzukommen, den Typen festzunehmen, etc. Ja, ein bisschen strange die Zeit da wird. Das wird übrigens fix, also nicht so, dass wir da jetzt, wenn wir eine Stunde da rumstehen in Aspen, deswegen eine Stunde länger gebraucht hätten hier in der Anzeige. So, Namen im Verdächtigen? Ja, am besten. Ihr seht schon, ich gehe die auf Nummer sicher, will da nicht ganze Teil nochmal spielen. Was machen mit dem? Ne, glaube nicht. Die Türe zum Beweissicherungsraum ist verschlossen. Der zuständige Beamte hat wahrscheinlich gerade Mittagspause. Ja, natürlich hat er das. Ist ja auch Beamter. Gut, gehen wir da mal rein. Folgen Sie mir hier lang. Zur Lösung switchen. Bund! Sie wissen, dass es verboten ist, diesen Raum mit einer Waffe zu betreten. Das geht. Oh, verdammt. Ja, ja. Zum Glück habe ich ja gespeichert. Ja, wolltet ihr es noch sehen? Ja, ich habe das ja gesehen, ne? Hm, ja, lass es uns nochmal kurz machen. So ist eigentlich dummerweise weg. Ja, ja. Schon gut. Das ist ein besonders theatrales Spiel. Bond, Sie wissen, dass es verboten ist, diesen Raum mit einer Waffe zu betreten. Das kostet Sie $2,50 Buße. Legen Sie sie hier ins Fach und Sie können nach dem Abliefern des Gefangenen zurückhaben. Du gehst hinüber und bezahlst sauer die $2,50 Buße. Das darf doch nicht wahr sein. Gut, gut, gut. Also, da wir uns das als Polizist natürlich nicht leisten können, machen wir das diesmal korrekt. Es gibt nämlich auch Punkte dafür. Wir machen hier dieses Schließfach auf, legen unser Sturmgewehr da rein, legst deine Pistole in das Schließfach, schließt die Tür ab und nimmst den Schlüssel. Gut. Da haben wir auch diesen kleinen Schließkastenschlüssel. Am besten übergeben wir dir direkt im Gefangenen, dass er ihn verschlucken kann. Nein. Selber verschlucken. Sicherheit. Nein. Gut. Keine Sicherheit. Ja, das kennen wir schon. Kein Hallo. Okay. Dann hallo und wir halt selber. Lassen Sie uns diese Gefangenen abfertigen, Bonds.
Ja, ist nicht so am Smalltalk interessiert. Du liebst die Handdurchsuchung am meisten. Ja, besonders bei nassen, halbnackten männlichen Gefangenen. Wie war das doch mal? Bisschen Widerspruch. Du hast ihn bereits einmal durchsucht und du hast es dir damals und es hat dir damals schon nicht gefallen. Widerspruch, hallo? Ich höre, dass der Schlagstock der beste Freund eines Polizisten ist. Aber bin das jetzt ich oder ist dieses Spiel ein bisschen schwulenfreundlich oder naja, das bin wohl eher ich. Du liebst die Handdurchsuchung am meisten. Gut ist, ja, hab die Message verstanden. Dann müssen wir nun. Ja, was willst du denn? Was? Der Erziehungsbeamte kann dir nicht helfen, solange du ihm keine Arbeit mitbringst. Ah, ich hab da schon Arbeit dabei. Wir niederknüppeln, den da, nein, uns selber, nein, den da, nein.